Wolfgang Schröder ist Politikwissenschaftler an der Universität in Kassel und mir jetzt zugeschaltet. Ich grüße Sie, Herr Schröder. Herr Schröder, bleiben wir noch mal bei dem Thema der Reichsbürger. Der Generalsekretär der CDU hat einen ganzen Forderungskatalog, möchte ich es mal nennen, gestellt. Zum Beispiel die Überprüfung der AfD-Abgeordneten, eine Verschärfung des Waffenrechts, aber auch eine Reform des Disziplinarverfahrens. Wie bewerten Sie diese Forderungen der CDU aktuell? Naja, es ist einerseits eine Unterstützung der Regierungsposition in dem Sinne, dass klar ist, handlungsfähiger, wehrhafter Staat ist notwendig. Dafür müssen alle rechtsstaatlich möglichen Maßnahmen ergriffen werden. Und auf der anderen Seite sieht man sich bestätigt mit der eigenen Law-and-Order-Politik, die man in der Vergangenheit auch hochgehalten hat. Es gibt einen Widerspruch natürlich, weil wenn man die AfD-Leute beispielsweise in ihren Zugangsmöglichkeiten zum Bundestag einschränken will, das bezieht sich ja jetzt augenblicklich hauptsächlich auf diejenigen, die schon ausgeschieden sind, und man gleichzeitig aber nicht den Zustand hat, dass die AfD eine verfassungsfeindliche Partei ist, gibt es hier einen gewissen Spannungsbogen. Aber es wird sehr deutlich, dass die AfD stärker ins Visier der Dienste kommen muss, beziehungsweise ja auch schon ist, aber dass dieses Vorgehen gerechtfertigt ist. Und es zeigt sich am Beispiel der Reichsbürger, wo ja auch darüber diskutiert worden ist, inwiefern das verhältnismäßig ist, dass da 3000 Polizisten für am Ende 25 Personen, die da identifiziert worden sind und so weiter. Aber es zeigt sich, dass das Thema Vulnerabilität des Staates und der staatlichen Institutionen doch immer ernsthafter im politischen Handeln der Republik verankert ist und dass es hier einen breiten Konsens zwischen Regierung und der Opposition gibt. Die Streitpunkte ergeben sich dann immer wieder daraus, inwiefern man also rechtsstaatliche Positionen akzentuiert und auf der anderen Seite eher die Abwehr verfassungsfeindlicher Aktivitäten. Ja, dann lassen Sie uns noch auf ein weiteres Thema schauen, was der Generalsekretär erwähnt hat. Ein weiteres Streitthema der Union mit der Ampel. Es geht um das Thema Migration, Integration. Die Ampelkoalition hat da mehrere Projekte auf den Weg gebracht, unter anderem eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Und die Union und ja, übrigens auch in Teilen die FDP verknüpft dieses Thema Einwanderung mit dem Thema Abschiebung. Warum? Naja, Sie sehen natürlich, dass in der Gesellschaft für die Thematik der Integration, der Zuwanderung nach wie vor eine gewisse Skepsis bis hin zu mobilisierungsfähigen Ressentiments vorhanden sind und dass die Union sich vor allen Dingen hier wohl in der Pflicht sieht, eine etwas schärfere Gangart im Hinblick auf die Frage, wer unter welchen Bedingungen integriert werden kann oder auf der anderen Seite, was getan werden muss, um diejenigen, die nach rechtsstaatlichen Maßstäben hier nicht integriert werden sollen, dann entsprechend abzuschieben. Also hier geht es ein Stück weit um eine Kernposition, die ja auch in der zurückliegenden Legislaturperiode, wenn man sich an die dramatischen Konflikte innerhalb der Union erinnert, die zwischen Merkel und Seehofer ausgetragen wurden, die eine wichtige Rolle spielten, auch im Hinblick auf die Frage, wie kann man die rechte Flanke einerseits ein bisschen geschmeidiger halten und andererseits auch so pflegen und bestimmen, dass deutlich wird, dass die Union für diese Sensibilitäten offen ist. Ja. Also das ist für die Union schon, glaube ich, ein wichtiges Thema. Sie läuft aber gegenwärtig Gefahr, dass sie mit ihrer etwas restriktiveren Herangehensweise sich in einen starken Widerspruch zu den Wirtschaftsverbänden und den Interessen der Unternehmen begibt. Und das ist für sie als Wirtschaftspartei nicht ganz ungefährlich, weil aus Sicht
Sicht der Wirtschaft steht absolut im Vordergrund der Arbeitskräftemangel und die Notwendigkeit, alles zu tun, um hier für günstige Bedingungen der Zuwanderung zu sorgen, inklusive einer günstigen und klugen Integrationspolitik.